Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In zwei Tagen ist es ja bereits schon soweit und die neue Season startet und wir haben jetzt auch schon die ersten zwei Teaser bekommen und da gibt es auch schon die ein oder andere Waffe, die geleakt wurde und das werde ich euch jetzt alles einmal in diesem Video zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solchen Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut natürlich gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, dort zocke ich zurzeit eigentlich wieder Daily und mache Daily Streams, schaut also wie gesagt gerne vorbei und tragt auch gerne Minecraft-Code Wildcraft im Itemshop ein. Als erstes mal seht ihr es hier schon, der Zero Point ist mittlerweile schon komplett lila, wird wahrscheinlich auch explodieren. Also ich glaube, das ist das Realistische, was hier passieren wird. Und dort gibt es tatsächlich den ein oder anderen Leak, dass eventuell wieder eine schwebende Insel kommen soll. Denn es ist ja zurzeit im Prinzip so, dass sich das, was wir bereits in Chapter 1 halten hatten, genauso in den gleichen Seasons auch in Chapter 2 wieder nochmal eben halt, dass das alles wieder nochmal gibt. Und wir hatten ja bereits jetzt schon in Chapter 1 Season 5 die Wüste, genauso in Chapter 2 Season 5 jetzt auch die Wüstenregion und Season 6 in Chapter 1 war halt eine fliegende Insel, deshalb könnte es jetzt auch sein und man geht immer davon aus, dass mit der Explosion hier vom Zero Point eventuell ein bisschen was hier hochkommt. Das könnte auf jeden Fall eine Andeutung auf wahrscheinlich die größte Map-Änderung in der nächsten Season sein. Das ist aber noch alles sehr, sehr spekulativ. Da gibt es schon andere Sachen, die jetzt durch Teaser deutlich mehr gelegt sind und ich würde sagen, die schauen wir uns auch mal direkt an. Und zwar schauen wir uns jetzt als erstes mal nur den von heute an, denn es kommt im Prinzip nichts wirklich Besonderes zu gestern vor. Und zwar sehen wir hier ein paar unterschiedliche Bilder. Wir werden die jetzt einmal der Reihe nach durchgehen und zwar werden wir hier oben links einmal beginnen und da kann man es wahrscheinlich relativ schwierig sehen, aber man erkennt ein bisschen eben halt hier so einen Faden und dann eben halt so ein bisschen was Bogenähnliches und wenn wir das hier mit dem Pfeil hier verknüpfen, zusätzlich noch mit den Bildern, die auch bereits gestern schon drin waren, wo man auch immer so ein paar Bilder hatte, wo es aussah nach einem Bogen, dann kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass wir eventuell in der nächsten Season einen Bogen wieder bekommen werden und zwar diesmal wahrscheinlich keinen Boom Bogen, so wie es aussieht, weil das hier immer eine normale Spitze ist, sondern es wird dann eben sehr, sehr wahrscheinlich ein richtiger Bogen sein und ich denke mal, dass wir die Sniper setzen, ist irgendwie das Logischste, was sie machen könnten und ich gehe mal auch davon aus, dass es dann kein 200er Headshot machen wird, könnte auf jeden Fall sehr, sehr nice sein. Die ganzen Bilder hier mit Jones, die haben eigentlich nur was mit der Story zu tun, interessiert das glaube ich viele nicht so wirklich. Auf der rechten Seite sehen wir hier einen Fußball, kann man auch wieder eher damit erkennen, wenn man es eben halt bereits gestern schon gesehen hatte und dort auch die ganzen Bilder zu gesehen hatte. Da gab es auch schon was mit der 10 von Neymar und so. Also ich glaube, relativ safe werden wir in der nächsten Season entweder als Battle Pass gehen oder auf jeden Fall in irgendeiner Form werden wir den Neymar-Skin erhalten und ansonsten wird es aber keine volle Fußball-Season werden, was ja der eine oder andere geglaubt hatte. Da aber einfach nur ein einziger Fußball-Skin, den wir die nächste Season erhalten werden und nichts weiteres. Dann kommen wir aber direkt schon zu einer Sache, die deutlich interessanter ist und zwar ist das dieses Item hier drunter. Das wird wahrscheinlich auch eine neue Waffe sein. Hier vorne sehen wir nämlich schon zwei Rohre und dann hier so ein paar Löcher im Prinzip in der Waffe drin und die Waffe gibt es tatsächlich im Rette die Welt Modus schon und zwar ist das diese Waffe in Rette die Welt, das nennt sich die Waffe nennt sich Black Drum Shotgun, ist wie wir es bereits schon in Season 10 hatten wieder wahrscheinlich eine Drum Shotgun, aber halt mit leichten Änderungen, also wird halt nicht genau die gleiche Drum Shotgun sein, die wir schon mal hatten, aber die wird immer relativ ähnlich funktionieren, also relativ geringen Damage machen, wahrscheinlich großen Spread haben. Wird wahrscheinlich etwas langsamer schießen als die Originalversion, etwas weniger Magazingröße hier haben, aber an sich ist es schon relativ vergleichbar mit der originalen Waffe und das wird wahrscheinlich eine neue Shotgun sein, wird irgendeine der anderen Shotguns dann immer da ersetzen, wahrscheinlich so etwas wie eine Tag ersetzen oder auch eine Charge Shotgun ersetzen und eventuell könnte das natürlich auch bedeuten, dass wir dann keine Pump erhalten oder es alternativ dann eine Pump und dann immer diese Shotgun gibt, aber ich glaube nicht wirklich, dass wir drei Shotguns bekommen, also nicht eine Pump, dann diese Shotgun und dann irgendwie noch eine Charge oder die Action Level bekommen werden. Glaube ich, ist relativ unrealistisch. Das heißt, entweder werden wir die Shotgun und die Spaß bekommen oder dann eben halt, wie gesagt, einer der Shotguns, die jetzt bereits auch schon in-game drin sind. Dann gibt es noch ein relativ interessantes Bild hier drin und zwar sehen wir das gleich hier unten und dort sehen wir hier so eine Pfote. Wenn man das auch wieder mit den Bildern von gestern vergleicht, dort hatte man immer wieder Bilder von einem Wolf gesehen und in Season 5 gab es, glaube ich, oder zu Season 5 gab es bereits schon einen Leak, wo man auf Wölfen reiten sollte und es gab ja damals auch schon zu Season 6 die Wölfe im Battle Pass drin und jetzt könnte es eventuell sein, dass wir die Wölfe als Möglichkeit haben, mit denen wir dann eben halt rotieren können, dass wir das als Fortbewegungsmittel eben halt bekommen können und generell soll die Season relativ wildnismäßig gehalten sein, also die Beschreibung von dieser Season war ja so ein bisschen Chaos mit eben halt dem Zero Point und allem und die
die Beschreibung für die nächste Season soll eben halt wild sein. Ich glaube, das hatte Donald Mustard auf Twitter geschrieben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen dschungelmäßig das alles erhalten und da würde natürlich auch so ein Fortbewegungsmittel sehr, sehr gut reinpassen. Und das sind dann eigentlich auch schon alle Sachen, die jetzt bisher geleakt sind. Also wie gesagt, wahrscheinlich werden wir einen Bogen in der neuen Season erhalten. Meine Theorie ist, wie gesagt, dass das die Sniper setzen wird, dass wir dann eben halt diese Black Drum Shotgun erhalten werden, die eben halt auch, wie gesagt, ein paar Shotguns dann am Ende ersetzen wird und wahrscheinlich eben halt Wölfe als Fortbewegungsmittel erhalten werden und generell die Season mit einer schwebenden Insel vielleicht und relativ wildnismäßig gehalten wird. Und das soweit das, was bekannt ist. Am Dienstag werden wir das Ganze ja bereits schon sehen können. Gibt es natürlich auch ein Video zu allen Informationen dazu. Und morgen gibt es übrigens nochmal das letzte Highlight-Video aus der Season. Und zwar haben wir dort den den Cup von heute gezockt. Und der lief auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Morgen um 21.30 Uhr kommt dazu das Video. Seid auf jeden Fall gespannt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen in dem Video oder natürlich morgen im Stream wieder. Bis dahin. Ciao.